So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Platin, die mittlerweile 12. Folge, wenn ich mich recht entsinne. So, wir sind immer noch in der bizarren Höhle. Ich hab der Koto anscheinend hier nicht ganz durchgefunden. Naja, dann schauen wir mal, wo wir hier ungefähr sind. Er hat mich Richtung nach oben rausgelassen, also fahre ich da mal weiter nach oben und... Okay, ich... Immer den Zertrümmererfelsen entlang, dann kommst du ans Ziel. Und immer noch wilde Pokémon überall. Geschwister ist mittlerweile Level 23, das ist auch schön. 7 Level und der entwickelt sich schon wieder. Ja, den kann man auch fahren lassen, der momentan noch... Okay. Ah, okay, dann weiß ich ja jetzt ungefähr, wo ich bin. Hier geht's auch noch nicht. Okay. Müssen wir noch eins weiter. Das ist noch ziemlich am Anfang von der Höhle. So, genau hier müssen wir jetzt dann da lang. Irgendwann geht's dann hier nach unten. So, dann haben wir ein wildes Zubat. Nicht bekämpfen und fangen will ich euch auch nicht. So. Hier geht's dann auch nach unten, da ist der nächste Zertrümmererfelsen. Los, VM-Opfer, tu deinen Job. Ein Bronzel. Will ich auch nicht fangen. Bronzel hat zwar gute Defensivwerte, aber offensiv kann es halt leider gar nichts. So. Hier, dann hier noch den Zertrümmererfelsen. Da, hier rauf, oder? Ah ne, Moment, dann war das eins weiter erst. Soweit ich mich jetzt recht erinnere. Mal schauen, wo es da hinten noch weiter geht. Ah, hier geht es nicht weiter. Okay, dann war ich da oben schon richtig. Oh! Da schlüpft was! Und wir haben ein Togepi! Will ich dem einen Spitznamen geben? Was ist es denn, Männchen oder Weibchen? Es ist ein Männchen. Das ist ja eigentlich Kotos Pokémon, aber egal. Kommt eh nicht ins Team. Wie nennen wir den Kleinen denn? Ach, weißt du was? Ich mache jetzt hier mal eine kleine Widmung, weil er mir ja vor kurzem so ein schönes Fanart geschickt hat. Janis, das geht an dich. Haben wir jetzt den kleinen Janis mit dabei. Mal schauen, was kann er denn? Heuler und Scham, okay. Und er hat Edelmut. Ups, ich wollte gar nicht den zweiten Gang im Fahrrad nehmen. Ist ungünstig, wenn die ganze Zeit wilde Pokémon kommen und ich mich ständig umsehen muss, wo ich lang muss.
So, hier, dann geht's darauf und müssen wir eigentlich schon fast da sein. Wenn nicht wieder die ganze Zeit wilde Kleinsteine kommen. So. Okay, wir sind doch noch nicht ganz da. Aber wir müssten es fast sein. Die Stelle kommt mir zumindest leicht bekannt vor. Wobei in dieser Höhle sowieso fast alles gleich aussieht. Aber wir sind hier. Ich bin Orisa. Ich wollte Pokémon fangen und habe mich verirrt. Ich hatte Angst. Bitte bring mich zum Ausgang. So, dann haben wir ja jetzt wieder ein bisschen Begleitung. So. Ab jetzt darf ich leider kein Fahrrad mehr fahren. Wenn ich Orisa dabei habe. Aber dafür heilt sie mir jetzt immer meine Pokémon. So. Du siehst aus, als hättest du genau das Pokémon, das ich suche. Oh ja, ein Green Maniac. Der hat das gleiche Theme wie der Wanderer. Ich liebe es. In Höhlen und Tunneln findest du zweierlei auf jeden Fall. Ruin-Maniacs und Zubat. Mit letzterem hat er auf jeden Fall recht. So. Ich wäre dafür, das Kaumala zuerst wegzufokussen, weil dann ist es ein 2 gegen 1 Kampf. Und sie hat auch ein Level 26 Kadabra dabei. Das ist sehr schön. So, Chris kann leider nicht allzu viel hiergegen machen, aber mit Biss kann er zumindest hier ein bisschen draufhauen. Okay, du haust das Kleinstein weg, ist mir auch recht. Wir kriegen auf jeden Fall die ganze Erfahrung. Oh, es ist zurückgeschreckt, das ist sehr schön. Ein Bronzel. Ich bin immer noch dafür, das Kaumala zuerst wegzumachen. Dieses Kadabra nimmt mir die ganze Arbeit ab. Wären wir jetzt in Gen 6, dann wäre das zumindest schon sehr effektiv gewesen. Na gut. Dann greifen wir jetzt mit Funkensprung an. Und wir haben ihn paralysiert. Das ist ja sehr schön. Und gleich eine Full Para. Von dem Kadabra und dann war es das für das Bronzel auch schon. Und Chris erreicht Level 24. Sehr nice. So, dann tauschen wir hier mal wieder ein bisschen durch. Ich muss jetzt die ganzen extra Gänge alle noch mit abgehen, weil die ganzen Trainer will ich jetzt hier schon mitnehmen, solange ich Orisa dabei habe. Das sind ja alles Erfahrungspunkte. Zum Glück brauche ich hier wirklich keinen Blitz, um hier durchzufinden. Okay. Das war die Sackgasse, in die ich vorhin schon mal reingerannt bin. Ich erinnere mich. Ich weiß gerade sogar wieder ungefähr, wo ich bin in dieser Höhle. Nur dahin. Da oben müsste es auch mal hier lang gehen. Ja, genau hier. Da haben wir auch noch zwei. Jedes gute Picknick benötigt einen passenden Ort, gutes Essen und einen guten Kampf.
Du hast dich auch verlaufen. Ach nicht? Ist ja auch unwichtig. Lass uns gegeneinander antreten. So. Dann kämpfen wir mal gegen euch zwei. Ein Bamelin und ein Hut-Hut. Okay, ich wäre diesem Kadabra sehr verbunden, wenn es das Bamelin wegfokust. Ja, auf wen geht jetzt die Schockwelle? Bamelin oder Hut-Hut? Auf beide wäre es logisch. Aber gut, er hat das Richtige gemacht. Reflektor. Mag ich nicht. Gut, müssen wir halt speziell angreifen. Auch mal Shinox. Sehr schön, dass wir uns in dieser Sache einig sind, aber gut. Wuppan erreicht Level 24. Sehr schön. Schnabel, sehr effektiv. Ja, gut. Solange du nur Reflektor machst und kein Lichtschild, ist es dem Kadabra neben mir hier aber auch egal. So. Dann haben wir die beiden auch besiegt. Und dann darf Neo mal wieder nach vorne. Schauen wir mal kurz hier runter, ob es hier noch was gibt. Also außer irgendwelche komischen wilden Pokémon. Nö, hier gibt's gar nichts. Zwei Kleinsteine. Geht's da noch weiter? Nö, hier geht's nicht weiter. Wollte ich nur mal noch nachschauen. Zubarum Bronzel. So. Jetzt sind wir schon wieder fast am Anfang. Jetzt gehe ich nur noch da oben mal in die andere Richtung. Hier waren wir jetzt noch nicht. Oh. Hat er die schon besiegt? Okay, dann sind wir hier schon fertig. So, jetzt muss ich bloß schauen. Hier geht's runter. Da rein. Jetzt nur noch zurück zum Ausgang. Okay, haben wir schon. Oh, da ist der Ausgang. Ich will stärker werden, damit ich nicht mehr so ein Hasenfuß bin. Lucius, mach's gut und vielen Dank. So. Dann haben wir das mit der Orisa jetzt auch erledigt. Partnertrainer 2 von 5 war das. Ja, da kommen noch 3 weitere. Nämlich... Magnu,
nee, wie heißt der Typ nochmal? Okay, Magno war der Xonemann von Lauro. Wie hießen... Wie hieß der jüngere Bruder von Ignaz nochmal? Boah. Das war jetzt nicht mehr auf jeden Fall... Die letzte heißt auf jeden Fall dann Charlie. Gott, wieso habe ich in dem seinen Namen vergessen? Ja. Urs begegnet uns auf jeden Fall noch vor der Liga, die anderen zwei erst danach. Weil Ignaz Bruder, dessen Name ich vergessen habe, der kommt hinten am... bei dem einen Vulkan. Und Charlie ist im hinteren Teil der Siegestraße. Wo es dann zu dem Ort geht, der zum Blumenparadies führt. Wo man Shaman fangen kann. Eigentlich mal wieder das Fahrrad benutzen, ne? So. Was wollte ich eigentlich hier? Pokémon sind doch egal. Ach ja, ich glaube, ich wollte ein bisschen einkaufen mal wieder. Einfach damit wir mal wieder ein paar Vorräte haben. So. Tränke brauchen wir jetzt gar nicht mehr so dringend, aber ich kaufe mal... Braucht man gleich 20 Supertränke, von denen braucht man immer genügend. Und Tränke, komm. Dass wir wieder 10 haben. Vielleicht viel mehr lohnt sich gerade noch nicht. Aber ich will immer genug Heil-Items dabei haben. So. Damit wir jetzt auch nicht umsonst hier waren. Da rennen wir auch gleich in den nächsten Doppelkampf. Weil jetzt geht's erstmal auf nach Herzhofen. Und dafür müssen wir erstmal durch den Kraterberg. Okay, ein Panflamm. Moment. Soweit ich weiß, ist sein Spezialangriff immer noch höher als sein Angriff. Mach mal das mit Blumen der Aquaknarre. Funkensprung. Oh, auf Upan. Ich hätte eigentlich gedacht, er kommt aus Neo, aber gut. Soll mich nicht stören. Einmal Wasser, wobei brauchen wir doch gar keine Wasserdüse. Das machen wir mit dem Sternschau, dann kriege ich das Pachirisu vielleicht sogar auch noch kaputt. Volltreffer. So, dann haben wir die zwei besiegt. Oh, wir haben da wieder einen Wanderer. Ich habe Neo von, das passt. Ich liebe diese Musik. Ich komme gerade aus dem Kraterberg, aber meine Energie ist noch nicht verbraucht. Los, Aquaknarre. So. Das wäre erledigt. Level 25 für Neo. Ah, gerade zwei Angriffe dazu bekommen. Einen, das genäht. Na komm, bleib drin. Hier kriegst du noch
eine Aquaknarre. Jo, und dann kriegst du auch gleich noch eine Aquaknarre, weil wenn du deine Verteidigung erhöhst, dann greife ich jetzt definitiv nicht mit einer Wasserdüse an. 462 EP. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt kommt Chris mal wieder nach vorne. So, Moment, da komme ich gerade nicht hin. Das heißt, da muss ich von da unten ran. Den hier will ich auch noch mit verhauen. Ich trage das ganze Jahr über schwarz. Ich habe jede Menge Energie. Mal schauen, ob ich die ganzen Trainer vor dem Kraterberg alle noch erwische. Oh, ein Bamelin, das ist ja gefundenes Fressen für Chris. Okay, einmal Funkensprung bitte. Und sogar noch ein Volltreffer. Ein Luxio. Ja, komm, das hat man mit U-Bahn. Kein Bedroher drauf. Okay, dann hat er Rivalität. Was heißt, dass er jetzt 33% mehr Schaden macht? Ja, aber er senkt lieber erstmal meine Verteidigung. Na gut. Dein Pech. Was haben wir jetzt noch? Ein Squagler. Ja, da möchte ich wechseln. Das ist wieder so eine Sache, die Neo recht gut kann, weil Squagler hat eine richtig gute Def und eine Wasserschwäche. Ist ja ein Bodenflug-Pokémon. Das heißt, hier greift man am besten speziell an. Anklinge. Zum Glück ist die in dieser Gen noch richtig schwach. Hier noch mit Start bei 10, bei Stärke 10, wenn ich mich nicht irre. So. Den Wanderer, den lassen wir mal wieder Wuhan machen. Der kann mit seinen Kampfattacken da zumindest ein bisschen durchprügeln. Vier Pokémon, das dauert. Hoffen wir mal, dass wir die alle one-hitten können. Oh, hab mir fast gedacht, dass das nicht reicht. Intensität 8, willst du mich verarschen? Es tut doch weh. Level 25 für Wupan. Oh gut, ich lasse es doch lieber Neo machen, auch wenn Chris jetzt seinem Level wieder ein bisschen hinterherhängt. Der kriegt noch seinen großen Auftritt. Spätestens in der nächsten Arena kann der wieder durchräumen. Er hat schließlich eine Unlichtattacke. Und gegen Geist-Pokémon ist das, ja, ich würde mal sagen, praktisch. Immer fest drauf. Mit der schönen Aquaknarre. Und ein Onix hat er auch noch. Sehr effektiv. Und Level 26 ist noch drin. Moment mal, entwickelt er sich jetzt schon? Und er hat immer noch ein bisschen mehr Spezialangriff als Angriff. Ja, er entwickelt.
entwickelt sich schon. Okay, dann haben wir jetzt ein Bujelin. Ist zwar nicht mehr so süß, aber es ist ein gutes Stück stärker. Ist jetzt ein Bujelin. Und er versucht, Knirscher zu lernen. Okay, das ist mehr als praktisch. Wenn wir jetzt gerade dann die Geisterarena angehen. Okay, da kann die Verfolgung wegführen. Knirscher ist schließlich doppelt so stark und Gegner wechseln hier in diesem Spiel so gut wie nie aus. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz was schauen. Ich bin zwar eigentlich schon über meiner Partzeit, aber ich will sehen, welcher Angriffsmittel stärker ist. Und das ist der physische tatsächlich. Ja. 79 Init. Wow. So. Dann nehmen wir hier diesen Beleber noch mit. Und ich gebe Wupan noch einen Supertrank, damit der Koto das nächste Mal wenigstens wieder ein vollgeheiltes Team hat. Chris, stelle ich noch nach vorne. So, und jetzt beende ich meinen Part. Wir sehen uns dann im Part 14 wieder. Bis dahin, macht's gut!